Also, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE 2K16 Challenges mit diesem wunderbaren Intro. Nicht vergessen, meine Shirts gibt's zu kaufen auf frae.nz/shop. Link unten in der Videobeschreibung. Das Shirt übrigens nicht, vielleicht mal irgendwann wieder als Remake gebracht. Aber darum soll es nicht gehen. Es ist soweit und wir haben erneut eine Matchball Challenge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt, wenn ihr heute gewinnt, habt ihr Staffel 5 gewonnen. Aber wenn ich die nächsten drei Folgen gewinne, dann habe ich gewonnen. Also ich muss mich echt anstrengen. Aktueller Zwischenstand ist also 7-5 für euch. Bei 8 Punkten gewinnt man die Staffel. Soll ich die Challenge hier gewinnen, dann bekomme ich einen Punkt. Wenn nicht, bekommt ihr einen Punkt. Und die ca. 200 Leute, ca. 200 Friends, die gerade live dabei sind, auf hitbox.tv/franzdog, haben sich für folgende Challenge entschieden. So, das ist ein bisschen komisch heute. Die kommt von Jakob 2987 und heißt I stare into the mirror, I like the things I see. Challenge, du musst hinter dir einen Spiegel aufstellen, slash befestigen und dich dann umdrehen. Das heißt, du musst ein Spiel gewinnen, während du das Spiel nur durch den Spiegel sehen darfst. Match at 101, du Zack Ryder, Gegner Zufall, Schwierigkeit, Schwung, wie immer, Taunten erlaubt. Und ich erinnere das ein bisschen um, weil es einige Gründe hat, dass ich hier keinen Spiegel aufstellen kann, ein fucking Greenscreen. Dazu kann ich den nicht aufhängen. So, ich habe nichts zum Aufhängen, ich habe keinen Spiegel, den ich frei habe. Und deswegen spiegeln wir einfach den Bildschirm hier. Das heißt, ich muss das mit OBS ein bisschen komisch machen, damit ich das auch gleichzeitig spielen kann. In OBS ist es gespiegelt. So, und ich werde mit dem OBS-Preview-Fenster spielen und ich werde auch keine Ausrede haben mit Delay und zu wenig Frames durch die neue Capture Card. Das spiele ich jetzt auch mit 60 Frames, klappt alles. Und auf dem anderen Bildschirm, den ich aktuell noch anhabe, ist das Spiel normal. So, was ich aber capture und dann in der Post umdrehe, damit das für euch stimmt. Das heißt, hier will ich mir noch alles kurz ausstellen, ein, dass wir Schwung auf normal haben wollen. Und der Gegner soll auf random sein. Haben wir alles. D'Lo Brown ist unser Gegner. So spielen wir gleich. Übrigens haben die meisten Leute auf mich gewettet. So, und jetzt schalte ich den Bildschirm aus. Ich weiß nicht, wie soll ich es euch beweisen. Ich werde jetzt die Cam nicht aufnehmen. Warte mal, ich habe eine Idee, wie ich es euch beweisen kann. So, Moment. Seht ihr das? So, Moment. Da, hier, seht ihr das? Hier, andere Seite? Nee, das ist mein, Moment. Hier, das ist mein Bildschirm. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist mein Bildschirm, wo das gerade richtig rum ist. Und den schalte ich jetzt aus. Ja? Beweis. Da gucke ich nicht hin. Ich habe den Chat neben mir und mein Previous Screen. Das sollte passen. Und jetzt würde ich mal sagen, geht's los. Here we fucking go mit Preview-Fenster spielen. So, nehmen wir einen roten Rahmen weg. Und ich bin gespannt, wie ich klarkommen werde. Das Problem ist, ich habe das öfteren schon erwähnt, ich kann überhaupt nicht spiegelverkehrt denken. Ich komme überhaupt nicht klar, ich kann nicht spiegelverkehrt lesen, ich kann nicht über Kopf lesen. Und wir hatten ja schon mal eine Challenge, wo ich über Kopf spielen musste. Und jetzt muss ich spiegelverkehrt denken. Mit meiner Fresse auch noch im Preview-Screen. Das geht überhaupt nicht gut. Mal sehen, wie klarkommen werde. Also ich bin jetzt oben rechts, aber eigentlich oben links. Na, mal sehen. Und ich merke gerade, ich habe meine HUD-Anzeige, die ich jetzt neu hinzugefügt habe, etwas zu hoch gemacht. Eigentlich, ich war der Meinung, dass ich die genauso angepasst habe, dass man alles noch sehen kann. Das heißt, ich muss mir die eben wegmachen. So, weil sonst kann ich hier nicht alles sehen. So, come on. Mal sehen, wie ich klarkommen werde. Also einigermaßen geht's noch. Jetzt habe ich tatsächlich Frame-Einbrüche. Wieso? Ich habe extra neue Capture-Karte gekauft und alles. Das sollen 60 sein. Wartet mal. Leute, gebt mir einen Moment. Jetzt ist gleich wieder. So, jetzt müsste passen. Jetzt müsste wieder alles sehen. Okay, jetzt passt auch wieder alles. Ich habe ein bisschen was falsch eingestellt gehabt. Alter, was geht denn ab? Leute, schreibt mal bitte kurz im Stream, ob der Stream flüssig läuft bei euch oder ob es da irgendwelche Lags gibt. Kann sein, dass bei mir ein Preview-Fenster ist. Das ist nämlich echt doof. Das gefällt mir gar nicht gut. Na, mal sehen, wie es dann in der fertigen Aufnahme ist. Was soll denn das? Wo soll ich mein alles neu gekauft? Wo ist denn der Spaß hin? So, wo haben wir da unten mein Kostüm aus? Ich habe noch einen. Flüssig. Dann ist nur mein Stream, dann ist mein Preview-Bildschirm bloß kacke. Das ist doof. Ist super sagen, Leute. Gut, dann hoffe ich mal. Das ist aber trotzdem doof. Naja, mal sehen. Flüssig. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier nicht gewinnen werde. Ich habe hier so leichte Springer bei
Die Frames. Ach man, ich hab extra gesagt, ich kann es diesmal heute nicht darauf schieben. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Ich muss erstmal hier rauskommen, schaffe ich das? Ja, also einigermaßen. Jetzt geht der Pin so lang. Das ist genau in die andere Richtung. Jetzt habe ich genau falsch für euch gezeigt, also. So. Mein Gott. Ich denke ja noch, so ist irgendwas halt falsch in der Grafik was gemacht, aber ist bloß Dreck auf meinem Bildschirm. So, wie sieht's denn aus? Ich habe einen Slot. Ich weiß auch nicht, wie viel Momentum ich habe. Don't know. Keine fucking Ahnung. So, jetzt kommen wir hier. Oh, Leute, hey! Hey! Wo kommen wir denn hin? Ich habe jetzt keine Slots mehr, ne? Muss jetzt mal aus der Büschen rauskommen und muss verkehrt rumdenken, was ich nicht kann. Leute, ich hab doch gleich schon wieder... Nein! Ich kann nicht verkehrt rumdenken! Das kennt doch irgendwo her. So. Ihr habt den Punkt, aber ich will... So, ich gerade. Ich mache die Challenge nochmal, aber ich habe natürlich den Punkt bekommen. Warte. Bad win, lose. So, ich möchte das nochmal machen. Ist das Rückmatch? Das ist Rückmatch. So, ihr habt die Challenge gewonnen, aber das kann ich nicht so sitzen lassen. So. Ich kann nicht verkehrt rumdenken. Ich brauche dafür ewig, bis ich das verstanden habe. Auf geht's. Jetzt haben die 10 Leute, die gegen mich gesetzt haben, Punkte bekommen. Die freuen sich jetzt. Ich würde niemals auf mich setzen, wenn es um Spielverkehr geht oder so. Niemals! Ist das bisschen eben. Vor allem, das Problem hatte ich ja letztens auch schon mal beim Elimination Chamber Match, ne? Da habe ich vergessen. So, okay. Viereck oder so? Leute, ich kann so nicht denken! Ich kann echt so nicht denken. So. So, am besten nutze ich gar nicht einen Analogstick. Aber wenn er jetzt mir das da bisschen halt ankommt, habe ich das Problem. Unfähig. So, so ungefähr. Okay. Toll. Vielleicht sieht meine Dingsanzeige auch bloß gerade so kacke durch die meine neue Donation-Leiste hier. Die voll im Abspacken jetzt, Moment. Bestimmt liegt's daran. Bestimmt verbraucht die voll viel Power. So, dann schaffe ich gerade noch so rauszukommen hier. Jawohl. God damn it. Ich schäme mich so ein bisschen, aber ein bisschen noch nicht, denn ist die Challenge wenigstens verloren. Ach Gott. So. Habe ich schon wieder was doof gemacht? Habe ich schon wieder falsch eingestellt? 3-2 in der Staffel steht es jetzt übrigens. Okay, das an den Dings lag es nicht gerade. An den, warte mal, was denn da passiert? Ach so, klar. Natürlich. Dachte, warum sind auf einmal die Kommentatoren auf der anderen Seite? Ah, da war ja was. Also ich muss in die Richtung lenken. Da ist richtig. Da rein. Schlagen, genau. Auf geht's. Ich schäme mich echt so ein bisschen. Ich nehme nie wieder solche Challenges an. Oder vielleicht doch mal sehen. Vielleicht habe ich dann wieder vergessen, ob ich sowas kann und nicht. Oder nicht. Und oder nicht. Ob du hier sein willst und nicht. Oder so, ne? 200 Leute gucken gerade zu, wie ich mich live blamiere. Ist das nicht toll? Oh, hey. So. Dann bitte einmal hoch. Wie viel habe ich denn jetzt gerade? Ich erkenne das nicht, Leute. Wie viel ist das gerade, was ich habe? Wie viel ist das? Das habe ich nach unten gedrückt, aus irgendwo noch immer. Schade. Was haben wir denn nochmal als Signature, Finisher und was ever? Wir hatten hier Broski Boot und so, ne? Broski Boot und Rough Rider. Ja, jetzt sind hier irgendwelche Mögenviecher. Muss wieder Müll rausbringen, ich weiß. Brauche ich mir nicht erklären. Das Kinderzimmer ist sauber, genau. Dieser Moment, wenn er so besser ist als du normal, das weiß ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist schon schwierig. Nein. Ist ja kein Slot. Erstmal hier schön spam. Ach, oh, fuck. Und jetzt schön Move spam. Hat leider nicht so ganz geklappt. So, jetzt aus dem Pin rauskommt mit Legs oder was? Warum habe ich den Lex? Ich habe extra so schön alles eingestellt. Und ich wollte... Oh Mann, ey, ich schäme mich so ein bisschen. Ich schäme mich echt so ein bisschen.
Was steht denn da? Ich glaube, da steht 99 oder 66. Ne, 99 muss das sein, ne? Jetzt habe ich Signature Move. Das ist sehr gut. Ach, fuck. Er hat aber keine Slots mehr. Das heißt, was seit wann gerade er in Slingshot-Aktion, Dino Brown? Mein Gott. Wie viel hat er? Warte mal. 7 und eine 6. Das ist 76. Irgendwie so. So, perfekt. Warte, nach oben und rechts muss ich drücken. Und Signature Move. Ja, hat geklappt. Nice. So, wunderbar. So, und dann, keine Ahnung, Rough Rider oder was? Wie mache ich denn das nochmal? Warte mal, nach unten. Auf geht's. Long Island IC. Here we go. Bam. Java. Welcome, Rope Break. Aua. Atto. Und, kommt da raus, schade. Toll. So, wie gesagt, das bringt hier alles nichts mehr. Ich will für meinen eigenen Stolz. Muss auch dieses Match irgendwie gewinnen. Submissions, eh spiegelverkehrt. Submissions spiegelverkehrt und oder mit Delay. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Mit Delay natürlich jetzt gerade nicht, aber damals im Online-Match, beziehungsweise kommt vor euch erst noch. In anderthalb Wochen oder so die Folge. Ich sag nicht welche. Okay. Jetzt Signature Move. War das ein Signature Move? Ist das ein Signature Move? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Das sieht nicht gut aus für mich. Das sieht überhaupt nicht gut aus für mich. Nein. Boah, gut. Gerade so aber da rausgekommen. Kann ich da Comeback machen? Will ich Comeback machen? Das ist ja der Finisher, ne? Der sagt. Hat er den im Stehen? Ich denke ja. Nein. Ha! Hier kommt er. So, und jetzt gehen wir nochmal in die Ecke. Nach oben und links drücken, genau. Und Finisher. Signature Move, mein Gott. Oh, der neue. Woo! Also nur nochmal Bros Geboot. Nach unten und rechts drücken, genau. Und Rough Rider. Here we go! Seid ihr bereit für den Rough Rider auf Lock? Oh! Der Tisch ist kein Stuhl und der Stuhl ist kein Tisch. Der Fisch ist kein Bär und der Bär ist kein Fisch. Aber der Stuhl liebt den Tisch und der Bär liebt den Fisch. Kennt ihr das noch? Na, aus welchem Song ist das? Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr diesen Song kennt. So, Zack Attack. Früher mal Finisher gewesen. Jetzt mach ich Comeback. Ach, das kann ich doch nicht. Das geht doch niemals gut, Comeback. Spiegelverkehrt Ding. Moment. War am Stehen, ne? Ne, war in der Ecke, ne? Scheiße. War das hier? Ah, schon verloren, Comeback. Na toll. Total umsonst gemacht. So, hoch, auf geht's. Mal sehen, was er noch so drauf hat. Der ist neu dem Chat. Haben Sie schon richtig geraten? Kennen den Song schon. Ist auch schon eine ganze Weile, Alter. Der Song. Da muss man schon ein bisschen im Internet aktiv gewesen sein. Weil sie älter als 16 sein wahrscheinlich. So. Ja gut, Freunde, ne? Was haben wir denn da gerade? Das ist eine 5 und eine 6? 56%, ja, okay, meinetwegen. Here we go. Komm zurück. Flapjack. Er hat immer noch einen Signature Move. Das heißt, er kann jederzeit hier auf mich eindreschen. Macht er ihn jetzt? Nee, doch. Hat er, glaube ich, gemacht. Okay, haben wir hier noch einen Signature Move? Wir haben auch einen Signature Move. Nice, ist doch hier die Queen hier, oder wie das heißt bei ihm. Irgendwie Queen, irgendwas. Wie heißt der Move nochmal? Schreibst du nochmal in den Chat? So, ich probiere einfach jetzt nochmal den Finisher. Probieren wir es nochmal. Rough Rider of Love. Auf geht's. Nice. Rough Rider und Cover hinterher. Come on, people in the house. Und Kreis. Zähl durch. 1, 2, 3. Mein Gott, wunderbar gelungen. Das war's. Ist ja Reversibility, so wie Bloody Sunday so. Irgendwie so eine Art Queen. Keine Ahnung. Gut, Leute. Das war's.
ein bisschen blamiert. Wie gesagt, Punkt für euch. Ihr gewinnt damit Staffel Nummer 5. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt steht es irgendwie 3-2 für mich immer noch, wenn mich nicht alles täuscht. Gut, das war's. Wir sehen uns am Donnerstag wieder bei Staffel Nummer 6. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß. Nicht vergessen, der Wurf war cool. Ebbler aus, euer Franz, eure Zock. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und...